Noch eine Aufzeichnung. So, bestätigen. Der Kampf hat ja ewig gedauert. Kiste. Kiste. Sehr gut. Gute Kisten. Oha, Alter. 7 Bernstein habe ich. Ja, let's go. Alter. Gib mal direkt ab, Kollege. gib ab. Bibi. Direkt immer, was du findest, durch drei teilen. Immer diese ungeraden Zahlen, die man dann gut durch drei teilen kann. So. Einbruch oder ich mach die. Ne, warte mal, was hab ich hier noch? Ja, Schimmelgewebe ist das. X-Ass-Reis auf Runde. Dann habe ich noch. Antiken Bernstein habe ich 5. Kann ich. Ja, genau. Dann mache ich das und das und hier. Achso, das ist eh Schimmergewebe. Ja, perfekt. Ja, ich brauche eh Holz. So, dann könnte ich theoretisch. Was gibt es hier noch? Achso. Was ist mit meinem. Kleinen Anwesen. Kann ich ja auch noch erweitern. Ach so, ich habe den Bazar komplett vergessen. Ja gut, Geld brauche ich ja nicht. Man kann da aber nicht tauschen, oder? Ah! So, ich kann aber antiken Bernstein und himmlischen Erz kaufen. Ja, aber der fuck, himmlischer Erz kostet gerade mal 150 Gold. Das ist ja gar nichts, oder? Ach so, never mind. Verkaufen. Was für ein Scheißmarkt! Ja, du musst auch schon die Botschaft besser lesen können, da, Kollege. Was bin ich hier? Gehöre ich hier zur Elite, Alter, dass ich hier lesen können muss? Ach so, es gibt. Ah ja, den Steinbruch habe ich nicht verbessert. Nee, brauche ich auch nicht unbedingt. Hier brauche ich. Hier die. Egal. Was ist denn nun? Ich raff das nicht. Bewegst du dich jetzt mal? Ich glaube, ich kann mit dem keine Bewegungspunkte. Ich habe mit dem noch gar nichts gemacht. Hallo? Okay. Stelle ich jetzt irgendwie nicht. Dem habe ich auch keine. Okay. Darf ich nicht, warum ich mit dem keine Bewegungspunkte hatte. Und schon benutzt vorm Kampf? Ah. Tränen der Baummutter finden und aufnehmen. Leuchtfeuer der Macht beanspruchen. Junge, wie lange müssen wir diese Map eigentlich spielen? 5 Stunden oder was? Ist ja insane. Länger, Junge. Länger. Die ist riesig. Wie meine Scheißhaufen. Vielen Dank. Wie was? Vielen Dank für die das Bild, bildliche Material. Das kriegst du gleich noch, Dima. Das kriegst du gleich noch. Ah, ich bin ja übelst dumm. Ich kann ja die große Baustelle jetzt noch bauen. Also hier ein. Ich brauche noch Sachen. Ah, nee, habe ich nicht. Ich habe ja noch eine mittlere gekriegt. Perfekt. Will ich die haben oder diese fetten? Ich will diese fetten haben. Nicht diese kleinen. Und wie war das? Man konnte die Einheiten angucken, wo? Was für Stats die haben? Oben links neben deinem Charakter. Ist? Da werden die angezeigt, wenn du mit der Maus. Nee. Die Einheiten, die ich in der zum Beispiel noch bauen will. Achso, wenn du auf den Namen drüber hast. Im Gebäudemenü. Ah, jetzt. Hä? Im Gebäudemenü über den Namen. Ja, habe ich gemacht. Da, wo, unten, wo es steht, du kriegst +1 dadurch irgendwie pro Woche, wenn du da drüber hast.
Ja, das ist richtig. Bei Einkommen. Hier, ja. Was weiß angezeigt ist. Okay, danke. So, Schaden 12 bis 14, Leben 60. Nee, ich will einen richtigen Tank haben. Das ist schon geiler. Dann brauche ich 5 himmlische Erze. Um das zu bauen. Und Erze kann ich ja überwältigend. Stimmt, ich wollte mit dem Typen eigentlich nach oben, ne? Oh, ich habe jetzt auch irgendwie so stärkere Hyänen, oder was? Kriegsassreißer. Ja, let's go. Dann her damit. Dann könnte ich theoretisch auch schon nach oben laufen, um mir dieses Immergewebe zu holen. Oder unten ist natürlich auch lecker. Herausfordernd. Übelst wieder ein. Egal, wir gehen hier nach oben hin. Herausfordernd, hier angemessen. Wir gehen dahin. Und mit dem Kollegen müssen wir eh zurück, ne? Ja. So, was können wir irgendwas upgraden? Nee, das nicht. Was brauche ich da? 30 Stein, 20 Holz. Warte mal, aber das könnte ich jetzt schon bauen. Weil, wie viel brauche ich da? 5 Erze. Das heißt, wir. Ja, genau, wir kaufen einfach nur einen. Dann kaufen wir. Hä? Es. Fehlende erforderliche Gebäude. Pfeiferposten. Was sind denn Pfeiferposten, Wes? Das Ding hier. Wirklich? Ich brauche diese beschissene Dudelsackpfeife. Zwei kleine Baustellen und eine mittelgroße, wenn ich. Nee, dann ist das Quatsch. Dann werde ich das hier wegmachen. Man kann übrigens auf größeren Baustellen auch die kleinen Baustellen bauen, sozusagen, wenn man es braucht. Also ist nicht unbedingt clever, aber es funktioniert zumindest. Na gut, dann bin ich fertig. Die Runde. Yeah. Oh. Dreißig Stein brauche ich. Damn, boy. Truppen aufrüsten. Ach
Ach so. Okay. Man kann aus 10 Aasreißern kann man einen Kriegsaasreißer machen. Indem man das mit Gold aufrüstet. Interessant. Man hält halt hier eine Offensive von minus 10 durch altes Schlachtfeld. Weiß einer von euch, was das bedeutet? Durch was? Altes Schlachtfeld. Entweder hast du ein Gebäude besucht oder ist das der, der gestorben ist oder sowas? Nee. Hm. Also es gibt manchmal Gebäude, da kriegst du irgendwie plus 10 Verteidigung, dafür verlierst du 10 Angriff oder andersrum, ne? Hatte ich auch schon. Mhm. Ja, aber das ist ja auch meistens auch eigentlich nur so für 2 Runden oder so, meine ich, ne? Das steht meistens für einen Kampf oder so. Und solange du noch keinen Kampf geführt hast. Stimmt, das könnte sein, ja. So. Dann kämpfen wir mal. Let's go. So, oh, ich hab's vergessen. Was muss ich machen? Nachladen. Bababui. Ah ne, stimmt. Ich habe ja bei dem nur die kleine Hyäne gehabt, ne? Ich habe nicht diese Kriegshyäne gehabt. Deswegen ist die so schnell gestorben. Ja, passt. Sache gewonnen. So, dann können wir das holen. Und Quelle des Wissens, let's go. Sehr schön, ein bisschen Erfahrung abgestaubt. Aussichtslos. Der Bernstein, ey. Na gut, mit den ganzen Musketieren kann ich jetzt nicht viel anfangen. Nee, dann gehen wir wieder zur Base zurück. So, mit dem Kollegen würde ich sagen. Bernsteine. Und hier habe ich ja die. Das kann ich erst machen, wenn ich das hier habe. Okay. Was ich irgendwie komisch finde, ist, dass wenn du bei der kleinen Siedlung zum Beispiel ein Gebäude gebaut hast, also hier zum Beispiel Laden gebaut hast, und du dieses Gebäude brauchst in deiner Hauptgarnison, sage ich mal, oder in einer Metropole, das zählt halt nicht dazu. Das heißt, du musst dieses Gebäude auf jeden Fall bei deiner Metropole bauen, um halt das nächste Gebäude zu bauen. Finde ich okay. Finde ich jetzt nicht so schlimm. Ja, finde ich nicht schlimm, aber ist mir halt nur aufgefallen. Was kostet denn Stein eigentlich? 350 ein Stück, willst du mich verarschen? Das ist ja arschteuer. Jesus.
So, egal. Was kann ich jetzt mit dem machen? Mit dem chill ich jetzt, oder was? Vorrat ist leer. Ach so, Pekinier-Veteranen habe ich jetzt auch. Kann ich jetzt auch upgraden. Okay, nice. Dann mache ich die nächste Runde. Habt ihr schon gesehen, dass wir den Einheiten aufwerten? Ja, muss halt das Gebäude, ne? Pimpen und dann kannst du die Einheiten pimpen. Jo, ist richtig cool. Kannst du aus 10 Aasreißern so einen fetten Aasreißer machen. Aber kostet halt arsch viel Gold. Aber neu, dann okay. Was? Muss ich gleich gucken, ob das bei mir genauso ist, aber früher, wenn du 10 Arzt hast, dann die einfach die 10 auf die nächste Stufe gemacht. Dann ist es nicht irgendwie aus 10 einfusionieren. Also bei mir stand es vorhin da, glaube ich. Hier, wenn ich das Gebäude hier drauf gehe, habe ich Arztreißer. Dann gehe ich auf Truppe ausrüsten und dann kannst du auswählen, wie viele davon. Achso, nee. Das ist Quatsch, okay. Nee, du kannst auswählen, wie viele davon zu diesen Kriegsassreißern werden. So rum, ja. Und je nachdem, wie viele du von aufwerten willst, kostet das halt mehr Gold. Also ja, ist in dem Sinne recht. 30 Stein und 20 Holz, Alter, Junge. Was bin ich? Elon Musk, Alter? Ach, wenn die gegnerische Armee zu schwach ist, dann fliehen die auch, ne? Ja, wollen die nicht mehr kämpfen. Verbissen die sich direkt. Kein Bock. Gar kein Bock. Gar kein Bock. Kennt ihr das Video? Oder wo so ein Student gefragt wird, so, ja, wenn Deutschland jetzt angegriffen wird, würdest du für Deutschland kämpfen in der Armee? Ach so, ja. Also, nur gar kein Bock. Und sieht aus wie so ein linker Student, Alter. Das ist so witzig, Alter. Oh nee, nicht schon wieder Krieg, ey. Ja. Nicht schon wieder Krieg. Gar kein Bock. Das ist Hose. Geil. Nee. Ja. Und vor allem die Fresse bei der so, gar kein Bock. herrlich. So, die haben wir jetzt schön fett gemacht. Und jetzt könnten wir... Gucke da, riskant ist der Typ jetzt. Dann kann ich mir den Weg frei machen. Das ist riskant. Ich brauche aber was? Ich brauche Bernstein, ne? Antiken Bernstein, ja. Achso, hier kann man ja. Schatzkiste. Oh Mann, wenn einem eine Bewegung fehlt zum Gebäude ins. Warte mal, Steinlagerstätte war ich da noch nicht, oder was? Wow, ich habe die echt nicht beansprucht. Ich bin so ein Opfer, ey. Okay. So, jetzt ist die Frage, wo gehen wir hin? Hier gibt es gute Sachen, was gibt es hier? Schatzkiste, himmlischer Erz. Oh, da ist antiker Bernstein. Und da ist auch ein antiker Bernstein, das heißt, wir gehen hier hin. Obwohl, warte. Gehen hier hin, genau. Ganz schön passt das Verhältnis, ne? Also diese, wie heißen die? Schimmergewebe? Ja, was damit? Wir kaufen 150, kaufen 1000. Also ja, ja. Ganz schön Sprung, oder? Also irgendjemand macht sich da eine goldene Nase damit. Wie war das? Der Markt regelt? So ist das, ne? Kapitalismus überall. Es ist so dumm, ne? Die Steinlagerstätte, die hätte ich schon so lange beanspruchen können. Und da gibt es auch keinen Mengenrabatt, ne? Was für ein Mengenrabatt, Alter? Was für ein Mengenrabatt, Junge? Ja, plus 1000, plus 5000, ey. Bist hier in einem. Dann krieg ich halt von mir aus 5 mal auf plus 1, ey. Bist hier in einem Fantasiemittelalter, Junge. Das ist kein eBay, Alter. Mengenrabatt, ey. Gibt's nirgendwo Mengenrabatt. Wie war das? Ist Auto noch da? Nein. Okay, Cousin kommt morgen abholen. Was? Kein Mengenrabatt? Wie?
In den Ebay-Chat so. Was kostet? Ist umsonst. Komm, mach letzte Preis. Kannst kostenlos, kannst abholen, kannst mitnehmen. So. Ich abgeben lieber. Komm, komm. Ein besserer Preis, komm schon. Lieber Zug abgeben? Oh, doch, dann hätte ich gemacht. Ja, das wäre eine Option, Alex, ja. Schon gehört, Alex? In League of Legends ist jetzt ein Skin rausgekommen, der 500 Euro kostet. Nee, noch nicht gehört. Cool, oder? Ja, kannst du da holen, Schnäppchen, würde ich sagen. Schnäppchen! Miete zahlen oder Skin holen? Schwierige Entscheidung. Kapitalismus, David, es wird bestimmt steigen im Wert, Junge, das ist eine Wertanlage. Stimmt, ganz vergessen, dass man die Skins ja auch nicht verkaufen kann. Es wird immer besser. Wertanlage. Wertanlage, die man nicht verkaufen kann. Kann man die echt nicht verkaufen? Nein, nein. Das ist nicht wie bei CSGO. Oder halt CS2. Haben die schlau gemacht. Haben sie schlau gemacht, Mann. Ja. Genauso würde ich das auch bezeichnen. Ist schlau. Kann man nichts machen. So, jetzt haben wir die Musketiere und die Kriegsarsbeißer haben wir hier. Sehr geil. Keinen verfügbaren Truppenplatz? Ich hab doch Musketiere. Wieso hab ich denn keinen verfügbaren Truppenplatz? Das ist doch Schwachsinn. Okay. Das ist vielleicht die seine Skill, ne, dass du mehr mitnehmen kannst. So, ich hab antiken Bernstein immer noch gebraucht, ne? Das heißt, ich gehe hier einfach so. Lul, was ist das denn? Achso, das ist ein Tab, kann man das wechseln. Das heißt, wir gehen jetzt hier so runter, würde ich sagen. Machen die ganzen Jungs hier auf dem Weg kaputt, wenn wir hier schon mal sind. Angemessen riskant. Keine Ahnung. Riskant. Warte mal, habe ich das hier schon aufgelevelt? Das habe ich aufgelevelt, aber das habe ich nicht. Doch, habe ich auch aufgelevelt. Und dann brauche ich eigentlich nur noch das Holz und Stein halt. Muss ich warten. Die habe ich ja extra aufgewertet. Denn so viel kostet es ja nicht. Dann ist theoretisch dann übernächste Runde. Die übernächste Runde habe ich ja dann plus 6. Also ich könnte einkaufen. Aber lohnt sich jetzt nicht, das zu kaufen. Okay. Hier wegen Gold. Ah, da brauche ich antiken Bernstein. Herr Tolek, können Sie fertig machen? In 30 Zügen. In 30 Zügen. Also von dem kriege ich antiken Bernstein. Von dem kriege ich antiken Bernstein. Hier ist irgendein Laden. Da ist eine Schmiede. Rüstungsständer, Steinhaufen, Schmiede. Und da ist eine Schatzkiste. Also den hier müssten wir auch am besten clearen. Aber wir fangen einfach von oben an. Und den hier oben machen wir erstmal nicht. Das himmlische Erz nicht brauche. Ja, den würde ich halt brauchen, theoretisch, wegen dem. Und da ist ja auch noch einer. Uff. Sind das viele Gegner? So. Ach, fuck, das ist so dumm. Ah.
passt schon. Okay, alles ist fertig. Sehr schön. So, kämpfen. Ich wollte kämpfen. So, let's go. Oh, Bier ist ja fast leer. Was soll denn die Scheiße? Aber! Betrug! Wer hat's ausgesoffen? Gott, das ist unter deinem eigenen Sohn. Da sind die. Hier hin. Hier hin. Ich verstehe das irgendwie bei den Musketieren nicht. Also, sobald ich den bewege, jedes Mal steht dann minus 50% Fernkampf irgendwie Angriff oder so. Why? Also, ich bin ja. Ich weiß nicht, warum es hier so gemacht ist, aber du musst erst. Mit dem Ballern oder, weiß ich nicht, die verlieren, wenn Ranger. Ja, also sobald die sich bewegen halt. Also, ja. Warum? Aber das steht ja nicht irgendwie oben oder so, weißt du? Die Barden, das sind Nahkampfeinheiten gewesen, ne? Keine Ahnung. Konnte man das nicht nochmal nachgucken irgendwie? Also von Gegnern? Wenn du drüber hast. Also ich glaube, Nahkampf kann jeder angreifen. Es geht meistens eher darum, ob die schießen können. Ja, ja, genau. Also ob die Fernkampf können, so rum, ja. Genau. Wenn du drüber warst, dann, wenn da nicht steht, irgendwie Range Damage oder irgendwie sowas, dann können die nicht schießen. Mhm, okay. Cool, 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 cool. Aber vielleicht haben die Fähigkeiten oder sonst was, keine Ahnung. Aber... Was? Ist direkt tot? Yeah. It's weird. Von mir aus. Hä? Oh mein Gott, das wollte ich doch gar nicht. Offensive. Nee, das brauche ich nicht. Machen wir den erstmal mit den tot. Okay, nice. Glaube ich nur die kleine Hyäne verloren, ne? Pilzsucht, Alex, war das Kohle? Was? Pilzsucht bei dir, ist das Kohle, also Geld? Ja. Alex, nur um Pilze zu fressen. So. Gute Träume. Gute Träume, gutes Leben. Trümmergewebe brauche ich halt, glaube ich, nicht. Na ja, dann nehme ich Gold. Ich nehme das hier alles mit. Vier antiken Bernstein, let's go. Oder 1000 Erfahrung. Na, Erfahrung brauche ich jetzt erstmal nicht, glaube ich. So, let's go in den Süden. Okay, Bewegungspunkte mit dem haben wir nicht. So, jetzt hier. Aufwerten. Ist leer, aber hier können wir Truppen auf. Let's go. Was wollte ich denn noch machen? Ah ja, ich habe den Bernstein genommen. Jetzt kann ich den Steinbruch erweitern. Habe ich hier alles erweitert? Das hiermit. Laden kann ich hier erweitern. Let's go. Sägemühle ist hier erweitert. Und dann passt das.
Achso, ich kann einen dritten Hüter kaufen. Okay, let's go. Hätte ganz vergessen. Weiß gar nicht, ob sich das lohnt, ehrlich gesagt, aber naja, doch. Doch, eigentlich schon. So, okay, mit dem kann ich mich nicht bewegen und der ist riskant. Den kann ich eigentlich hier noch hin. Können wir den hier machen? Machen wir noch einen Kampf. Pikinier, so, das hier machen wir mal so. Manuelle Schlacht. Das sollten die echt ändern. Also, es wäre geil, wenn man Team, vor allem wenn man mit dem Zug fertig ist, ist das eh langweilig. Dass man Team jetzt einfach zugucken kann, wie sie kämpfen, das ist schon sinnvoll. Ich meine, ist vielleicht. Ja, wahrscheinlich für den Anfang noch zu kompliziert, ne? Ja, ich wollte gerade sagen, ist vielleicht ein bisschen. Ich weiß ja nicht, wie das. Wegen Umsetzen ist. Vielleicht ist das nicht so einfach, aber wäre schon ganz cool, wenn man das irgendwann machen könnte. So, aber wen kann ich hier? Der hier. Jemand den tot. Oh mein Gott, das ist, glaube ich, das hätte ich nicht machen dürfen. Ach du Scheiße, ich bin so RIP, Alter. Oh mein Gott. Nie im Leben gewinne ich das. Stand riskant, aber ich dachte halt nie im Leben, dass ich das so verkacken würde. Und halt so viele Einheiten, von dem ich hätte auf die Einheiten achten müssen. Ja, ich habe alle meine Einheiten verloren, bin definitiv tot. So eine Scheiße. Ich dachte halt, meine fetten Hyänen oder wie auch immer, dass die halt ordentlich Damage machen werden. Beziehungsweise ordentlich aushalten werden, aber anscheinend nicht. Die sind nicht so krass, wie ich dachte. Tja. Kann man nichts machen. Du, 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 du. Scheiße. Ja gut, Bewegungspunkte hatte ich ja nicht mehr. Oh, dann mal nächsten Zug. Gold, ne? Drei könnte ich theoretisch verkaufen. Wie viel kosten die denn? Kostet alles nur 150 oder was? Ja, gar nicht, Alter, zum Verkaufen. Fuck. So. Was machen wir? Was noch die hier machen? Hat kein Gold. Gut, dann warte ich halt einfach. Mit dem muss ich eh warten, bis ich vielleicht diese Bestien habe. Die Bestien nicht loslasse. Ja.
Ja, dann mach ich einfach fertig. Ihr habt auch nur auf Stufe 3, ne, die Burg. Ich versuche die jetzt bald auf 4 zu machen. Ach so, stimmt. Man kann ja beim Lager auch, das fällt mir gerade auf, das hat Dima gemacht. Das ist ja ziemlich clever. Man kann beim Lager ja einen Helden bauen, ne? Dann spawnt er direkt beim Lager, ne? Das war Alex. Also Siedlung meine ich. Das habe ich gemacht, ja. Habe ich bei der zweiten eingekauft, damit er da Rohstoffe in der Nähe einsammelt. Hä? Das bist du? Ja. Hä? Deine Siedlung ist unter Dima? Ja, ja. Verstehe ich auch nicht, aber ja. Okay. Gut zu wissen. Okay. Stimmt, das ist mir gar nicht aufgefallen. Gut zu wissen. Hm. Das heißt, ich kaufe hier einen für 3000 dann. Naja, nicht nächste Runde, in 2 Runden oder so. Und dann macht das natürlich auch Sinn, dann das Gebäude. Dann kann ich den scheiß Bazar hier weghauen. Schon mal. Und dann kann ich hier dieses fette Gebäude hier bauen für die Typen. Rohstoff einsammeln. Macht schon Sinn. So, wer kämpft, Alex? Okay. Ha, 21 Frösche hast du. Die Fetties. Out of range, okay. Dann. So, das muss ich jetzt mal nachschauen.
Ach, ein bisschen Forschung, Forschung. Habt ihr auch schon angefangen? Nee. Ich denke ein bisschen hinterher. Meinst du beim Spiel oder geistlich? Beides. Das eine beeinflusst das andere. So, jetzt habe ich schon mal 21 Stein. Welches hast du gebaut? Gießerei oder Handelsgilde? Also hast du eher für Einheiten oder das andere? Ich bin jetzt erstmal auf Einheiten davor gegangen. Ja. Macht schon Sinn. So, was habe ich jetzt noch? Achso, ich habe noch zwei frei. 8 Stück kann ich von dem bauen und von denen. Kann ich sonst wie viele bauen? Welche sind das? Kriegsausweise, ja. 4 bis 6, Leben 18. Musketiere. Let's go. Da haben wir nichts mehr. 11, 16, 5. Machen wir mal angemessen. Dann hole ich das hier noch ab. Nein! Oh mein Gott. Kann man Gegenstände droppen, die man aufgehoben hat? Inventar. Ah, da ablegen. Perfekt. Steuerung, Linksklick. Warte mal, und hier. Und er hat ja eine Axt. 6 Offensive, 7 Verteidigung. Okay, das heißt, ich kann das ruhig nehmen. Warte mal, welches habe ich vorhin verloren? Habe ich nicht den Kampf hier verloren? Nee. Da lag doch immer eine Kiste, ne? Wenn man einen Kampf verloren hat, die man wieder aufheben kann, ne? War, glaube ich, letztes Mal so, ja. Aber ich weiß nicht, ob das immer ist. Weiß nicht. Letztes Mal ist mir das auf einmal aufgefallen. Irgendwer hat verkackt und dann lag die da. Was mich gerade wundert, da steht, wir haben ja unter Aufgaben Leuchtfeuer der Macht beansprucht 0 von 25, aber ich habe eigentlich schon eins beansprucht. Also eigentlich müsste da mindestens 1 von 25 stehen. Ist einfach so ein ganz, ganz kleines Gebäude, was man beanspruchen muss. Sieht aus wie so ein kleiner Turm mit einer Treppe davor. Komisch. Ja gut, egal, mit dem muss ich jetzt eh zurück. Und ich würde sagen, mit dem kämpfen wir jetzt, oder? Ja, wir probieren es mal. Alter Junge. Wow.
Okay, nice. Hat trotzdem gewonnen. Junge, ich guck schon zum dritten Mal auf das Bier, was ich schon seit einer halben Stunde leer gesoffen habe, und versuch die Flasche aufzuheben. So. Zauberschadenstärke, ja, das hört sich gut an. So, jetzt kann ich weiter in den Süden. Oder ich mach den hier erstmal. Nee, komm. Uns mal ein bisschen um. So, und mit dem mussten wir hier nur Sachen kaufen und ich habe kein Gold. Also kann ich hier mit dem nichts machen. Ja, aber dann wird man zu. Habt ihr schon einen dritten gebaut hier? Also Alex, ja. Bestimmt, ne? Hey, ich hab nur zwei. Ach, echt? Ja. Ja, brauch keinen dritten. Okay. Was ist denn dritten? Hüter. Was? Achso. Den dritten Hüter gebaut hast. Mhm. So, mit der Macht. All nur geile Scheiße hier rumliegen. Ich weiß gar nicht, wo ich hier anfangen soll. Okay, das ist versperrt durch den Typ. Nee, sieht ja noch nicht, oder? Bewacht, ja. So, und mit dem die nächste Runde könnte ich dann langsam das hier machen. So, und hier brauche ich was. Diesen einen fetten werde ich dann bauen. Ich brauche die Musketiere, ne? Ja, die Astfresser nicht unbedingt. So, und hier werden wir dann später das hier bauen, bestimmt. Oder die Werkstatt, je nachdem. Bin mit dem aber ein bisschen erforschen. Ne, erforschen bringt mit dem ja nichts. Ich meine, nicht erforschen, sondern entdecken. Den hier könnte höchstens noch töten. Das steht jetzt auch würdig da. Das kann ich jetzt nicht machen. Das ist ein Kampf Dima. Okay. Forschung brauche ich was? Schimmergewebe. Ja. Schimmergewebe, wo haben wir das denn überhaupt? Gewonnen ist. Lager. Ah ja, hier. Den müsste ich machen. Oder die hier. Boah, die Ladesequenz nach dem Kampf ist echt lange, ne? Ja, das ist bei mir auch so. Keine Ahnung, so manchmal so 20 bis 30 Sekunden oder so. Ganz komisch.
Schade. Wenn man Zug einfach. Junge, was? Stufe 8? What the fuck? Was ist denn mit dir, Alex? Fresse Erfahrung die ganze Zeit, Junge. Heilige Scheiße. Junge. Hast du Bizeps? Energy getrunken. Kannst du schon so weit sein, what the fuck? Mach Bonga Bonga. Ja. Dimitri, wo ist denn der überhaupt? Kannst du dich jetzt noch eine? Kannst du auch abgeben. Stufe 2. Und wo ist dein zweiter Dima? Ich sehe den gar nicht. Der ist weiter links. Noch weiter links als der eine. Also der eine ist bei der Stadt, einer ist links von der Stadt. Achso. Ah ja, okay, jetzt sehe ich den. Okay. So, ich hab die. Das hätte ich erst ab näher. Nur Gold hätte ich erst ab nächster Runde. Bei ihr Einheiten bauen, ne? Achso, ne, warte mal hier. Dann haben wir hier Gold. Dann haben wir das hier. Guck mal, das ist. Oh, Schatzkiste nehme ich mal mit. Sehr gut, und jetzt haben wir nämlich genug Gold, um... Ach, 30 Steinbrocken, oh mein Gott. Da ist ein Steinhaufen, der einfach leer steht, und eine Schmiede. Dann gehen wir mal dahin, ne? Oder wir nehmen hier diesen... wo ich bin eh gerade nicht so stark, ne? Goldmine ist da. Der Kommandant. Ja, wir holen uns das hier alles im Süden erstmal ab. Warte mal, ein weiterer Hüter kostet wie viel? 3000, ne? Ja. Aber gut, ich hätte beim kleinen Lager ja auch Gold. Stein habe ich da auch. Das machen wir jetzt einfach. Und ich will mir, glaube ich, so einen normalen machen dann. Fest werde ich mir eh nicht machen können, ne? Das machen uns die normalen Söldner. Das heißt, ich bräuchte einen mit Söldnern und Musketieren, ne? Hier, die zum Beispiel. Bam. Quelle des Reichtums, Quelle des Reichtums. Ah ja, hier ist Gold. Perfekt. Dann gehen wir hier noch hin. Und hier hin. Ja, das hätte ich viel früher machen sollen. Die Wassermühle, die, was macht die denn? Ja, die produziert 200 Gold pro Runde. Das ist so dämlich, dass ich das nicht gemacht habe. Gratis Gold, einfach passiv Gold.
So, die können wir auf jeden Fall bauen. Dann haben wir für nächste Runde immer noch genug. Wir haben allgemein genug. So. Okay, ready. Weiter, okay. Let's go. Wir nehmen die Stiefel. So, das ist Gold. So, hier komme ich nicht mehr in den Süden. Das heißt, ich kann jetzt wieder nach oben laufen. Hier komme ich auch nicht weiter. Okay. Ist kein Pfad verfügbar? Natürlich ist ein Pfad. Du dumm bist, habe ich dich gefragt. So. Nehmen wir mal die Steine hier mit. Yes. Automatisches Ausrüsten von Artefakten. Wenn du stärkere Artefakte aufsammelst, werden schwächere automatisch ersetzt. Im Tagelager, ja, von mir aus. Ich weiß nicht mal, was Artefakte sind. Oder meinen die damit einfach Items? Nehmen das jetzt von mir aus, weil ich habe da was, was aufgehoben. Ja, ich denke mal, das. Keine Ahnung. Alex, wieso bist du auf einmal so leise? Ich? Keine Ahnung. Was ist das? Ja. Ja, eigentlich diesmal wirklich nichts. Nee, wirklich? Nicht. Deswegen wundert mich das gerade. Mal, ich guck mal, ob ich Discord wieder rufe. Ist ja irgendwas Automatisches, oder? Ne, jetzt ist okay. Aber vorhin, was ich gesagt habe, war irgendwie komisch. Egal, hat ja funktioniert. So, wir machen genau das hier. Jetzt gehen wir mit... Hier können wir nicht mehr gehen. Mit ihm. So, und jetzt haben wir nämlich kleine, ne? Wo sind die kleinen Baustellen? Mittelgroß, da ist die kleine. Wir brauchen diesen Pfeifer Osten. Wie kostet der? 800. Okay. Dem kann ich mich jetzt auch nicht richtig bereichern, aber ist ja egal. Und die einfach. Mit dem. Achso, scheiße, mit dem habe ich keine Bewegungspunkte mehr, ne? Ja, echt? Na gut, egal. Shit. Ah. Gold. Mit dem ja schon mal. Nee, das muss ich nicht. Ich muss mit dem hier bauen. Machen wir einfach ready. Keine Kohle die Runde mehr. Mann, ich auch nicht. War auch rausgegangen. Stufe 8, Alter, oder so, fick dich. Meine höchste Einheit ist 4 oder so. Du musst das mal auf Stream anmachen, damit wir da bei dir mal hier schauen können. Ja, dann. Aber ich mache jetzt erstmal Aufnahmen. Ist das mal vielleicht. Okay. Was meinst du? Ich verstehe gerade. Geheimnisse vor allem, ich lade das eh bei mir hoch.
Eiferposten brauche ich für das hier, ne? Ja, genau. Bauen. Und für das hier habe ich was gebraucht. Schimmergewebe brauche ich noch. Jetzt und hier brauche ich Gold. So, dann können wir mit der hier erstmal ein bisschen Sachen angucken. Hier, Quelle des Reichtums. Perfekt. Hier können wir nicht lang, wir können aber in den Süden theoretisch. Gehen wir mal in den Süden. Was gibt's hier? Quelle der Macht. Und das war's, und dann gibt's keinen Pfad mehr. Fantastisch. Na, dann ist das so. Dann nehmen wir uns hier noch das Gold. Kämpft gerade einer von euch? Ja, okay. Dann nehmen wir das Rüstungslager hier mit. Dann besetzen wir das Ding hier. Achso, hier ist noch was. Steinhaufen. Und dann können wir mit dem theoretisch auch wieder zur Base. Riskant. Ich traue mich irgendwie nicht mit Kriegsausreißer. Nur 6 Stück. I don't know, was jetzt Sinn macht. Ja? Ach, die Warteliste ist voll. Oh mein Gott. Ah ja, und das Ding ist ja. Haben wir noch einen mittleren? Da könnten wir eine. Das haben wir, das haben wir. Da können wir eine Werkstatt reinmachen. 7 bis 9 Damage, 30 Leben. So, wir machen uns statt der Werkstatt, machen wir uns einfach noch einen Laden, der Gold produziert. Das ist natürlich auch machbar. Egal, wir holen uns jetzt die hier und die. Und dann gehen wir also doch, können mit dem noch laufen. Gruppen, was steht hier? Aurelianische Gelehrte 1 bis 5. Kreischen von Toxikologen 26 bis 50. Der Weg wäre jetzt natürlich kürzer, ne? Ja, komm, probieren wir es mal aus. 1, 2, 3, 4, 5. Zurückziehen. Weiter zurück. So. Oh, Liste ist voll. Das ist. Ich raff das nicht. Why? Ich hab ein Gebäude, ein kleines Gebäude wird gebaut und die Bauliste ist automatisch voll, obwohl meine Burg auf Stufe 4 ist. Was ist das für ein Quatsch? I don't know. Sieht man überhaupt, wie viel man da reinmachen kann oder so? Wenn du drüber hoverst. Wie meinst du das? Ich weiß ja nicht mal, also wo die Bauliste ist. Und links, bei den Siedlungen und so, da ist ja ein Hammer, der animiert ist. Wenn du drüber hoverst, da vielleicht dann? Verfügbare Baustellen. Ja, im Bau befindlich steht Pfeifer-Posten. Eine Runde, toll. Und das war's. Und ich habe 1, 2, 3, ich habe 4 offene Baustellen, die ich theoretisch bebauen könnte. Aber kann ich nicht, wegen einer beschissenen Pfeifer-Posten. Ich verstehe das nicht. Bauwarteliste voll. Why? Totaler Quatsch.
Muss ich nicht verstehen. Ja, egal, ich bin ready. Ja, ich auch.